herzlich willkommen zurück nochmal. Der Audi Star Talk aus der Imtech Arena in Hamburg mit dem Trainer des HSV, mit Thorsten Fink. Und wir haben eine Sache noch zu klären, Thorsten. Ich finde so echt ein cooler Spitzname, der Duke. Ja. Woher kommt der? Ja, aus meiner Jugendzeit, 15, 16, habe ich den Film mal gesehen, Snake Plissken. Ah ja, die Klapperschlange. Und da, der da Duke war ist einer, aber der Bösewicht, ne? Genau. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe dann irgendwann mal so einen dummen Spruch gemacht mit dem Duke und dann haben alle meine Freunde gesagt, der Duke. Und dann, ich weiß nicht, aus meiner Jugend. So. Ja, wir haben uns gedacht, das wäre vielleicht ganz nett, wenn wir das so ein bisschen aufgreifen, wäre ein kleines Abschiedsgeschenk, das wir für Sie vorbereitet haben. Wenn ich vielleicht mal ganz kurz um unser Bild bitten darf, vielleicht ein kleiner Applaus, Dankeschön. Und zwar, das Bild ist, der Duke macht das schon. Okay. Lieber Thorsten, vielleicht können Sie sich das einfach hier an einem schönen Platz hinhängen. Dankeschön. So, einmal kurz runterstellen. Ich hab's. Tja, bin sehr gespannt. Thorsten, danke erstmal, dass auch wir heute bei Ihnen so lange in Hamburg sein durften. Bin sehr gespannt aufs Wochenende, wirklich. Ja. Was würden Sie sagen, wie hoch? Wie hoch ist der Prozentsatz, dass wenigstens ein Punkt geht gegen die Bayern? Oh, Prozent, in Prozent will ich das gar nicht ausdrücken, aber wir haben unsere Möglichkeiten und die wollen wir einfach nutzen, das ist klar, aber es wird ein schwieriges Spiel. Wie gesagt, bei FC Bayern ist einfach, sie werden, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, die werden mehr Ballbesitz haben als wir, okay. Ja, obwohl wir es versuchen, aber das ist immer schwierig, aber vielleicht, ja, Bayern kann schlecht drauf sein, wir können einen Riesentag haben und dann können wir sie auch schlagen und daran glauben wir. Also es gibt hier viele, die sich das wünschen. Dankeschön. Das war der Audi Star Talk aus Hamburg mit Thorsten Fink. Vielen Dank.